Heute ist Abfahrt bei uns. Wie ihr seht, wir waren jetzt 10 Tage hier in Bangkok. Wir fliegen weiter nach Krabi. Wir haben jetzt mal einen Flug gebucht über AirAsia online. Wir nehmen euch jetzt mal mit und dann könnt ihr ja sehen, wie das so klappt mit AirAsia und den Inlandsflügen, beziehungsweise auch was das Gewicht, das Gepäck und sonstiges betrifft. Hallo zusammen. Hallo. So, wir nutzen gleich die Gunst der Stunde. Leni schläft, deswegen nehmen wir gleich mal ein paar Videos auf, solange die Leni schläft. Im heutigen Video wollen wir euch kurz die Story erzählen, wie wir unser Flieger verpasst haben. Flieger verpasst. Wir haben ihn verpasst. Genau. Es sollte von Bangkok nach Krabi gehen mit AirAsia am 30.03. Ja, wir haben ihn verpasst um 2 Minuten. Also ja. Wir standen direkt am Gate und wir haben ihn echt noch wegfahren sehen. Ja. Die Dame hat sogar noch mal kurz mit dem Captain gesprochen, aber die Türen waren zu. Ja, wir haben um 11 Uhr ein Taxi bestellt, ein größeres Taxi. Wir sind zur Rezeption in unsere Unterkunft gegangen und haben darum gebeten, sie sollen uns bitte ein Taxi bestellen. 20 Minuten später, gell, war immer noch kein Taxi da. Dann ist der Holger zum Nachfragen gegangen, zu der netten Dame, hat sie ihm eine Telefonnummer in die Hand gedrückt, genau. Er soll doch das Taxi anrufen. Die hat mir dann die Nummer von dem Taxifahrer in die Hand gedrückt, bestellt hat sie es nicht, sie hat nur die Nummer organisiert, genau. Anscheinend. Genau, dann habe ich mit dem kurz gesprochen, er hat gesagt, ja, ich bin in 30 Minuten da. Wir waren an sich so dann noch absolut in der Zeit, deswegen haben wir darauf gewartet. Nach 30 Minuten haben wir wieder angerufen, weil er immer noch nicht da war. Es war mittlerweile 12 Uhr, sprich wir haben eine Stunde lang schon vertan. Wir haben eine Stunde nur auf ein so blödes Taxi gewartet. Genau. Am Ende war es eben so, dass wir einfach an der Straße, hatte Holger zwei Taxis. Wir brauchten zwei, ja, weil wir ja so viel Gepäck dabei haben. Genau. Deswegen haben wir zwei Taxen dementsprechend organisiert, direkt von der Straße gewunken, haben uns reingesetzt, haben zu den Taxifahrern gesagt, sie müssen richtig Gas geben, weil wir sehr, sehr knapp dran sind. Genau. Hatten natürlich doppelte Kosten, ja, und die sind wirklich gefahren wie die Henker. Und dann sind wir echt rechtzeitig angekommen. Es hat noch gepasst. Wir sind um 2:30 angekommen und der Schalter war noch geöffnet. Wir uns gefreut und erstmal richtig durchgeatmet. Wie gesagt, der Schalter war geöffnet. Wir sind zu den Damen von AirAsia. Das sah am Anfang auch noch alles sehr gut aus. Wir haben am Abend zuvor Online-Check-In gemacht. Genau. Hat gepasst. Sie hat unser Ticket abgescannt vom Handy aus. Hat wunderbar funktioniert. Hat uns nett den Weg an den Gepäckabgabeautomaten gezeigt. Ja, da haben wir uns schön angestellt. Stand nur eine Person vor uns dran. Es ging alles ruckzuck. 15 Minuten ungefähr. Wir haben uns richtig gefreut, dass wir das Ganze doch noch schaffen. Wir haben noch nie einen Flug verpasst. Ja, ja, also in dem Moment wussten wir auch noch nicht, dass wir ihn verpassen. Ja. Ja, genau. Auf jeden Fall hat die nette Dame dann, als wir unser Gepäck aufs Rollband legen wollten, uns angeschaut, hat unseren Buggy angeschaut, der sauber verpackt auf dem Wagen lag. Und hat uns dann zu verstehen gegeben, dass das mit dem Buggy hier so nicht geht. Wir müssen uns woanders anstellen. Okay, haben wir gesagt, machen wir, stellen wir uns zwei Schalter nebenan. So, die Schlange war etwas länger. Okay, auch gut. Und dann standen wir in der Schlange und wir standen und da ging nichts vorwärts. Das Problem war, wir sind, wie gesagt, um 2:30 angekommen und um 14:05, also 35 Minuten später, hatten wir schon Boarding. So, und dann standen wir in dieser Schlange. Und wir schauten auf die Uhr und denken, es ist 14:05 Uhr, shit, wir haben Boarding. Dann haben wir uns eine Dame geschnappt und haben gesagt, hey, wir müssen hier ein bisschen Gas geben, weil wir haben Boarding. Die hat uns auch sofort rausgenommen aus der Schlange. Die haben extra Schalter aufgemacht, wir konnten das Gepäck aufgeben, es war kein Problem. Ja? Und dann sind wir losgerannt. Es war dann 14:45 Uhr und wie gesagt, 10 Minuten später ging unser Flieger. Wir mussten aber noch durch die Sicherheitskontrolle durch, ja. Und unser Gate war wirklich das letzte Gate am Flughafen. Also irgendwas mit 51. Und dann sind wir gerannt. Wir sind gerannt. Handgepäck, Kind, allem Koffer drum und dran. Koffer und allem, ja. Und sind am Gate angekommen und haben uns
die Nachricht bekommen? Nee. Also der Flieger stand noch. Dann hat die nette Dame eben mit dem Captain kurz gesprochen, telefoniert. Und der meinte eben, Türen zu. Genau. Und dementsprechend, ich glaube 30 Sekunden später, haben die dann auch den Flieger da vom Gate gezogen. Ja. Und ja, dementsprechend war der Flieger weg. Ja. Wir haben dann erstmal prüfen müssen, wann der nächste Flieger geht. Der nächste Flieger war ausgebucht von Air Asia. Das heißt, wir hatten nur die Chance, den allerletzten Flieger um 17 Uhr an dem Tag zu nehmen. 5 Stunden Da später. Waren genau 3 Sitzplätze frei. Ja, das heißt, den haben wir dann natürlich genommen. Vom Gate zurück, wieder ganz nach vorne an den Schalter, wo wir unser Gepäck abgegeben haben. Wieder raus aus dem Sicherheitsbereich. Und dann ging es erstmal los. Ja, also die wollten eben dementsprechend, dass wir den Flug komplett neu bezahlen. Da musste ich dann auch etwas intervenieren. Ich habe mir dann auch wieder die Dame geschnappt, die uns vorher aus der Schlange da rausgezogen hat und etwas geholfen hat. Die war irgendwie so die General Managerin, weil der normale Air Asia Service Schalter, die Damen und Herren dort, die bleiben bei ihren Standardregeln. Das heißt, Flug verpasst, Flug neu bezahlen. Super. Hat ihr das kurz erklärt? Sie hat uns ja auch noch oder wiedererkannt. Ja. Und hab gelacht erstmal. Hab ihr kurz mitgeteilt, dass wir nur aufgrund von 35 Minuten warten an irgendeinem Schalter, ja. Obwohl wir schon am Abend zuvor Online-Check-In gemacht haben. Und so wie es aussieht, glaube ich auch nur aufgrund unseres Buggys, ja, weil alles andere Gepäck wäre kein Problem gewesen, nur der Buggy war das Problem. Ja. Dementsprechend den Flieger verpasst haben, dass es nicht unsere Schuld ist und wir auch nicht bereit sind, den vollen Preis zu bezahlen. Wir aber definitiv den letzten Flug um 17 Uhr nehmen müssen, weil wir auch keine Unterkunft mehr in Bangkok haben. Ja. Und da war sie dann auch zum Glück einsichtig. Letztendlich haben wir 20 Euro pro Kopf Umbuchungsgebühren bezahlt. Dann ging es wieder von vorne los, heißt Gepäck wieder aufgeben. Buggy aufgeben, nochmal Sicherheitscheck. Diesmal hatten wir ja Zeit zum Glück, ja, weil aber der Flieger ging eben erst 5 Stunden später. Wir waren komplett durch den Sicherheitscheck, waren dann an sich erstmal kurz entspannt, aber wirklich nur ein paar Sekunden entspannt, weil Sabrina meinte dann so, an der Sicherheitskontrolle, uns fehlt unser Technik. Trolley, den wir immer als Handgepäck dabei haben. Heißt, das gesamte Equipment, alles, Laptop, Kameras, Tablet, Kameras, Videokameras, alles, was da drin ist, ja, der fehlt, der ist nicht da. Wo ist der Koffer? Ja, Lene und ich haben halt eine kurze Pause gemacht, während der Holger das mit dem Gepäck alles organisiert hat. Und dann sind wir auf die Toilette gegangen und ich habe den Koffer da einfach stehen lassen, mitten am Flughafen, mitten in diesem Wartesitz-Essbereich, ja. Sind aufs Klo gegangen, dann habe ich den Koffer komplett vergessen. Der stand da eine halbe Stunde locker rum. Ja, locker. Zum Glück stand er rum, ja, und ihn hat keiner mitgenommen. Auf jeden Fall, wie gesagt, wir waren gerade durch die Sicherheitskontrolle durch. Sabrina rennt wieder los. Den Weg raus aus dem Sicherheitsbereich haben wir ja eh schon gekannt. Kannten ja, wir schon. Und zum Glück stand eben der Koffer noch da. Gott sei Dank. Das heißt, Leni und ich haben die Sicherheitskontrolle an dem Tag 2-mal gemacht. Sabrina hat sie 3-mal gemacht. Ja, und dann hatten wir immer noch 4,5 Stunden zu warten, bis wir den letzten Flieger eben um 17 Uhr von Bangkok Richtung Krabi nehmen konnten. Genau. Abflug war pünktlich. Um 19 Uhr und sind nach Krabi geflogen. Mhm. Oh, Entschuldigung, ich habe die ganze Zeit 17 Uhr gesagt. Um 19 Uhr ging der letzte Flieger. Mhm. Genau, und dann sind wir nach Krabi geflogen. Wir haben... Als wäre es das noch nicht gewesen an diesem Tag, ja, sind wir in der Unterkunft angekommen und wie ihr vielleicht auf Instagram schon verfolgt habt, war das ein Loch, anders kann man es nicht sagen, und es war so ekelhaft dort, wirklich, ich finde keine anderen Worte dafür. Ja, und also der Tag war eigentlich völlig für die Katz, ja. Der 30.3., das war kein guter Tag, also, nicht. Der war, wie gesagt, voll für die Tonne. Ja. Wir haben die Apartmenttüre aufgemacht und dann war ganz klar, dass wir hier die ursprünglich gebuchten 14 Tage, ja, was wir von Deutschland aus gebucht haben, ja, so nicht durchziehen werden. Nein. Genau. Fazit, wir haben die Leni ins Bett gelegt und haben dann sofort eben nach neuen Unterkünften gesucht in der Umgebung. Und wie ihr dann auch im nächsten Video
beziehungsweise im übernächsten Video sehen werdet, haben wir eine wunderschöne Unterkunft gefunden, ja, wo wir dann auch gleich mal statt 2 Wochen 3 Wochen gebucht haben, weil nach dem ganzen Stress haben wir mindestens mal 1 Woche Urlaub benötigt. Ja. Also Fazit, eins ist ganz klar, ja, wer in Bangkok zum einen Taxi braucht, immer selber in die Hand nehmen, ja, sich nicht auf andere verlassen. Das haben wir auch gelernt. Fazit Nummer 2, Bangkok mit dem Auto immer am besten noch eine Stunde drauflegen, ja, wenn es um Fixtermine geht, die man erreichen oder die man einhalten muss. Ja, und Fazit Nummer 3, auch wenn die Unterkunft gebucht ist und über irgendwas bezahlt ist schon, wenn es euch nicht gefällt, dann nehmt das Heft in die Hand, sucht euch was anderes. So, jetzt haben wir viel erzählt, jetzt schließen wir das Video ab. Und ja. Wünsche euch einen schönen Tag. Einen schönen Tag, viele Grüße aus Bali. Macht es gut. Ciao. Ciao.